Jetzt hallo miteinander, liebe Freunde der schwäbischen Sprache. Ich habe ja letztens einen Aufruf gestartet, wer von euch einmal hier schwäbische Worte erklären möchte mit mir zusammen. Jetzt hat sich der Jürgen aus Westfalen, ein Reichschmeckter, gemeldet, der aber schon länger im Süden wohnt, oder? Ja, schon. Eine Weile. Und wir hätten jetzt eigentlich schon früher angefangen mit Drehen, aber wir haben nur Bierle getrunken. Und der Jürgen mit seinem Konformantenbläsle hat halt ein wenig länger gebraucht, dahin auf dem Klo. Das ist bald nach, deshalb fangen wir jetzt. Jetzt hat sich der Jürgen von seiner Freundin ein schönes Satz aufschreiben auf Schwäbisch. Ja, ich versuche das mal aufzusagen, dass die Grette mit der Grombeere in der Sutra nahe trage. Keine Ahnung, was das heißt. Also der Kratter mit der Grombeere in der Souterrain na trage. Also nichts anderes wie einen Korb mit Kartoffeln in den Keller hinuntertragen. Und dann hat er noch ein schönes Wort aufgeschrieben, geht Streu. Eigentlich steht drauf Schiersteu, ich habe es falsch gelesen. Schiersteu, da sind wir uns einig, das sind diese alten Waschbecken aus Steu, sind wir zumindest der Meinung. Aber ich habe versehentlich Streu gelesen. Wisst ihr noch was Streu sind? Streu habe ich nie als Kinder aufgekriegt. Bei uns da oben in Winterling haben wir zum Menschen gesagt, du kriegst Streu, du kriegst eine Ranze voll. Und von dem her weiß ich eigentlich ziemlich gut, was Streu sind. So, jetzt haben wir das. Ich hätte aber auch noch ganz kurz etwas. Und zwar, wenn der Axel mir noch mal kurz ist, ich möchte ganz gerne wissen vom Axel, der Unterschied zwischen einem Grade, einer Bräg und einer Bike, wenn ich also das so richtig ausgesprochen habe. Ein Gratte, könnt ihr sagen, ein Gratte ist ein Korb. Okay. Ein Zäun, also ich habe es so gesagt, ein Gratte ist ein normaler Korb. Ich glaube, ich habe den Beruf des Grattenmachers. Okay. Dann haben wir oben noch ein Zäunerkit, das war so der Korb aus Stahl, aus Blech. Okay. Ein Präg, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht. Vielleicht können die uns das in die Kommentare schreiben, keine Ahnung. Aber ein Bike, ein Holzbike, das hat mich immer früher als Kind geärgert. Wenn meine Oma und Opa, wenn die Holz gekriegt haben, haben wir immer Holz schleppen müssen. Und okay, dann haben wir Holzbike gemacht. Und von dem her vergiss ich das Wort Bike it. Also ein Bike, ein Holzbike ist, wie man so einen, weißt du, Holzstapel. Stapel, so, okay. Ein Holzstapel. Okay, machen. Ja, gut. So, ich danke jetzt dem Jürgen fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank und hat Spaß gemacht. Das Bierchen war gut. Ich hab jetzt Konformantenbläsle. Konformantenbläsle. Weiß ich auch. Trainieren wir noch. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.